Da schleppt man stundenlang eine Filmausrüstung auf die Berge und dann sieht man nichts. Ärgerlich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer neuen Biwak-Expedition. Wir biwakieren mal wieder im Wilden Osten. Und heute darf man das ganz getrost wörtlich nehmen, denn hier im Hochland von Armenien sind wir von einem ziemlich heftigen Wettersturz überrascht worden und werden quasi zu einem Biwak gezwungen. Kleiner Kaukasus nennt sich diese Region und es fühlt sich im Moment so ein bisschen an wie der Große. Wir wollen hier zu den Heiligen Bergen. Wir wollen die Geschichte des Landes schnuppern und erkunden und wir hoffen natürlich, dass sich der Nebel irgendwann wieder lichtet. Wie schön es hier sein kann, wie weit das Land ist und wie großartig, das haben wir zumindest auf dem Anmarsch hierher schon mal gesehen. Deswegen beginnen wir auch mit diesen Bildern. So schön wie die Berge hier sind, so viel Schwermut steckt auch in der Landschaft. Und in den Menschen, die hier leben, in einem Land voller Geschichte und Geschichten. Im Schatten des heiligen Ararat, den die Armenier verehren, weil dort ihre Wurzeln liegen, den sie tagtäglich sehen aus ihrer Hauptstadt, aus Jerewan, der aber unerreichbar geworden ist. Eines von vielen Themen, über die wir reden werden. Auf unserer Reise. Bevor wir hier wandern und Bergsteigen gehen, haben wir die armenische Bergwelt strampelnderweise erkundet, auf unseren Reisefahrrädern. 5 Tage waren wir unterwegs, bergauf und bergab, übers Hochplateau und durch tiefe Schluchten. Knapp 6000 Höhenmeter haben wir schon in den Beinen und wir haben unterwegs jede Menge Passbilder geschossen. Auf dem Pass ein Passbild. Noch ein Mali-Foto? Meine Mitfahrer kommen alle 3 aus Dresden. Klaus und Antje, 2 Fahrrad-Weltenbummler und dazu Stefan. Der hatte die Idee für diese Reise, weil er besonders gern in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion unterwegs ist. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Oh ja? Ja? Das ist gar nicht so verkehrt geworden fürs Erste. Ja. Fürs erste Passbild. Cool. Ja. Inzwischen haben wir das Schuhwerk gewechselt und steigen bei brütender Hitze hinauf in ein Gebirge, das an der Grenze zwischen Asien und Europa noch als Geheimtipp gilt. 2,5 Stunden Fahrzeit sind es von der Hauptstadt Jerewan in Richtung Osten, wo sich als Bastion vor dem großen Sewansee ein mehr als 3000 Meter hoher Bergrücken erhebt. Das Gechama-Gebirge, das Ziel unserer Trekkingtour. Eine sehr karge Landschaft, die aber trotzdem ihre Reize hat. Und es ist das Lieblingsgebirge unserer Bergführerin. Shushan will mit uns bis auf den höchsten Gipfel des Gechama. Short break. Shushan, you're drinking some water. Wie dieses armenische Fladenbrot heißt, möchte ich von Shushan wissen. Lavash. Okay, Lavash. Shushan, I know you are a little bit shy. Und weil sie so gar nicht gerne Russisch reden mag als Armenierin, machen wir den Rest auf Englisch. In English, it's better than Paruski. Ich möchte von ihr wissen, warum ausgerechnet die Gechama-Berge ihre liebste Landschaft sind in diesem Land. Vor 4 Jahren, so erzählt Shushan, habe sie gemeinsam mit einer Freundin begonnen, diese Region zu erkunden, zu entdecken. Das Ziel sei damals gewesen, alle Gipfel in diesem Gebirgszug zu besteigen. Mehr als 70 sind das. Jedes Mal sind wir vom Dorf gestartet, erzählt sie, und dann bis hinauf zum Gipfel. Woche für Woche, bis wir die ganze Gegend kannten.
Und in dieser Zeit habe ich mich in diese Berge verliebt. Ich denke, es ist einer der schönsten Plätze in ganz Armenien. I think it's one of the most beautiful places in Armenia. Okay, so we can really looking forward to. Did you finish all? Ich frage noch mal vorsichtshalber nach, ob sie auch alle 70 Gipfel erreicht haben, und natürlich haben sie das. Respekt. Going to the most beautiful mountain, mit uns will sie zum Allerschönsten, zum Ashtahak, und sie ist sicher, wir werden begeistert sein. Es ist ein 3-Tages-Marsch bis zum höchsten und schönsten im Gechama. Mehr als 3.500 Meter hoch ist der Ashtahak. Oben liegt sogar noch ein bisschen Altschnee. Und im Krater des uralten Vulkans soll es einen wunderschönen Caldera-See geben. Wir sind sehr gespannt. Range is? Yeah, how old? No. Über Stock und Stein führt uns Shushan. Ausgeschilderte Wege oder Wanderpfade gibt es hier oben nämlich keine. Das fühlt sich gut an, kann aber bestimmt auch mal kritisch werden, wenn die Wolken ins Gebirge ziehen und es mit der Orientierung schwierig wird. Naja, der alte Mann schnappt ganz schön nach Luft auf 3200 Meter. Und das Ganze wie so eine kleine aufgeklappte Tischtennisplatte. Und das zieht sich in die Länge mit 5x IE. Ganz schöner Schlauch, Hilde. Du bist ein bisschen besser drauf, wie man sieht. Du warst auch schon ein paar Mal in Armenien. Wir haben das zusammen lange am Reißbrett, am Schreibtisch ausgekaspert als Biwak-Expedition. Du hast gesagt, Armenien ist ein besonderes Land. Warum? Naja, erstmal von der ganzen Geschichte und von der Kultur ist es was Besonderes hier im Kaukasus, ne? Und wenn wir hier über den Kaukasus sprechen, hat man immer irgendwie die Bilder von schroffen Bergen, Spitzen und Schnee und Gletschern vor Augen. Aber Armenien ist das nicht. Armenien ist der kleine Kaukasus. Hier sprechen wir von enormen Hochplateaus, über 3000 Meter. Das macht Armenien hier wirklich aus. Und diese totale Einsamkeit hier oben, gibt es wahnsinnig viele Plätze, wahnsinnig viele Hochplateaus, wo man nichts weiter trifft außer Schafhürden und ja, Steine. Das Land der Steine. Das Land der Steine. Ist ja auch so ein bisschen ein kleines Déjà-vu, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Wir wohnen beide in Dresden, sind uns da aber nie über den Weg gelaufen und mussten beide vor mittlerweile 16 Jahren erstmal in den Kaukasus fahren und haben uns damals am Elbrus getroffen. Ne? Ganz so hoch geht es diesmal nicht. Altersgerecht bewegen wir uns hier. Auf Tischtennisplatten geneigten. Ja, das stimmt. Das ist schon Wahnsinn, ne, dass wir uns damals das erste Mal, ich war 22 im Kaukasus, da im Norden in Russland getroffen hatten. Und jetzt, dass wir die Tour zusammen noch mal reisen, schon fantastisch, echt. Generell so die Länder der ehemaligen Sowjetunion, dafür hast du ja so ein bisschen so ein Faible. Go East ist so ein bisschen auch dein Lebensmotto, ne? Das ist genau mein Ding. Also ich mag das, ich mag die Leute hier, die sind schön direkt und herzlich. Ich mag die ganze Russerei, meine Mutter war Russischlehrerin, ich hab's irgendwie im Blut und ja, ich komme mir gut klar. Also für mich gibt's eigentlich nichts Schöneres, als die alte Russerei zu bereisen. Na dann, Budjet, Budjet. Budjet, Budjet. Nach 3 Stunden Aufstieg treffen wir sogar mal einen Menschen. Es ist ein Schafhirte, der uns einlädt zu einer kleinen Kaffeepause. Nur 2 Kilometer noch übers Plateau, so sagt er. Dort stehe eine kleine Zeltsiedlung. Oh, jetzt haben sie Stress hier. Nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören. Schäferhunde im Gebirge, da sollte man immer ein bisschen auf der Hut sein. Ja, hier ist schön wild. Hier ist der Boss. Der Boss. Rukavaditjel. Yeah, no, no. No? Nein, der Boss ist er. Und der Boss lädt uns ein. Hereinspaziert. Das alte Armeezelt, in das wir gebeten werden, ist Wohnhaus und Küche in einem. Es riecht hier ein bisschen streng, aber das liegt an der Schafsmilch, die hier in Blecheimern vor sich hin müffelt. Eigentlich nicht für den durstigen Haushund. Käse soll daraus mal werden. Irgendwann.
Unsere Gastgeber gehören zu den armenischen Jesiden, ein Volk, das ursprünglich im Norden des Irak beheimatet war und das schon seit Menschengedenken wegen seiner Religion verfolgt und unterdrückt wurde. Als die Türkei 1915 mit dem Völkermord an den Armeniern begann, wurden auch die Jesiden verfolgt. Seine Vorfahren, so erzählt uns der 52-jährige Risco, seien deshalb ins armenische Hochland geflüchtet, wo sie zwar ein schweres, aber eben auch ein sicheres Leben hatten. Bis heute ist das so geblieben. Mehr als 40.000 Jesiden leben in den Bergen von Armenien. Sie praktizieren ungestört ihren Glauben, halten sich am liebsten fern von der modernen Zivilisation und verdienen ihren bescheidenen Lebensunterhalt als Nomaden mit der Viehzucht auf den Hochalmen. So wenig sie hier oben auch haben, außer ihren 400 Schafen und 20 Kühen, sie teilen es mit großer Freude und einer Selbstverständlichkeit, die uns fast beschämt. Gäste sind Könige bei den freundlichen Jesiden. So will es ihr bunter Glaube. Schmecken sogar kalt. Champignons. Shushan freut sich über diese Begegnung genauso wie wir. Bei Kräutern, frischen Pilzen und einem kräftigen Mokka genießen wir diese Gastfreundschaft bei den Nomaden. Und irgendwie ist das auch genau die richtige Zeit für einen kleinen Imbiss. Western Coffee. Western Coffee, ist klar. Your Regisseur. Ja. Ein Abschiedsfoto noch fix mit dem Smartphone und dann machen wir uns auch schon wieder auf die Strümpfe. Okay. Bye bye. Thank you. Merci, Shushan mahnt zur Eile. Und das ist verständlich. Wir blicken alle etwas besorgt in die Runde. Wir kennen zwar die Gechama-Berge noch nicht, aber ein aufziehendes Unwetter fühlt sich in allen Gebirgen auf dieser Welt gleich an. Binnen 5 Stunden und fast 1800 Höhenmetern ist aus einer Hitzeschlacht ein Fröstelmarsch geworden. Durch feucht wabernde Wolken und empfindlich kalte Windböen, die hier übers Hochplateau fegen. Am kleinen Agnasee wollen wir campieren, in einer Höhe von 3100 Metern. Das soll ein traumhaft schönes Fleckchen Erde sein, manchmal. Hey! Hey! Hey, hey! Wir werden schon erwartet. Unsere armenische Freundin Aelita ist gemeinsam mit 2 Helfern und Jeeps über einen alten Fahrweg hier heraufgekommen und hat schon ein Lager aufgebaut. Ja, das ist ja 5 Sterne. 5 Sterne. Komfortpaket. Okay, ich mach's. Großartig. Und, wie war es? Schön, nur aber nicht so warm, wie wir gedacht haben, als der Wind kam. Also hier waren, war es total schön, ein schönes Wetter, der See blau, alle Spitzen zu sehen. Aber kommt wieder. Kommt wieder, okay. Sicher. Na, das wollen wir mal schwer hoffen und vertrauen auf den guten Riecher von Aelita, die schon seit vielen Jahren mit deutschen Touristen in Armenien unterwegs ist. Es wird eine unruhige und ungemütliche Nacht. Unablässig pfeifen die Sturmböen über den See und zerren an unseren Zelten. So richtig 5 Sterne sind's dann also doch nicht hier oben am Agnasee. Eine der Behausungen hat dem Dauerdruck im straffen Nachtwind nämlich nicht standgehalten. Das hatten wir uns ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Bastelstunde jetzt statt Wandertag. Irgendwie müssen wir das Gestänge wieder flott bekommen. Klaus, was ist überhaupt passiert? Tja, ich
glaube, das Material hat einfach mal einen Geist aufgegeben. Wann habt ihr das gemerkt? Ich glaube, das war früh um 4, nee, um 5. Wir wollten eigentlich gerade aufstehen. Ich glaube, der Plan war ja so um 6.30 Uhr hier loszulaufen. Und ich glaube, ich habe den Wecker auf 4:15 gestellt. Und habe schon gesehen, dass das Zelt extrem gebogen war. Plötzlich macht es Knack. Da war mir schon klar, irgendwas muss am Zelt gebrochen sein. Zum Glück die Stange vom Vorzelt. Ist das wieder hinzukriegen? Was denkst du? Ich denke schon. Ich mag so eine Bastelei. Kriegen wir schon irgendwas gefunden zum Stabilisieren. Ja, schau mal. MacGyver. Vielleicht damit. Und dann abspalten. Dünnere Stücken. Und damit schieben. Schauen wir doch mal. Mit Feuerholz eine Glasfieberstange schienen, das haben wir auch noch nicht miterlebt. Mal, um das Spann zu setzen. Das knackt schon wieder. Und einhängen, ne? Das ist genau die Schwachstelle. Reparaturversuch misslungen. Dann hängt das Vorzelt eben weiter schief, was soll's. Und das Holz nutzen wir dann doch lieber für den ursprünglich angedachten Zweck. Es wird ein gemütlicher Abend, als Shushan zur Gitarre greift. Ist der Trübsinn im trüben Wetter der letzten Stunden längst vergessen. Dem gemütlichen Abend folgt ein neuerlich trüber und leider wieder sehr stürmischer Morgen. Aelita muss ihre optimistische Wetterprognose leider korrigieren. Es wird bleiben. Für 2-3 Tage wird es noch so bleiben. Wir wollten eigentlich zum Ashtahak, das ist einer der höchsten Berge hier mit Vulkansee. Es gibt aber noch mehr schöne Berge, die wir uns angucken können. Wir wollen ja was sehen, wir wollen ja Fernsehen machen. Wie ist jetzt der Plan? Also in Ashtahak leider hat es nicht geklappt, aber da haben wir noch was Schöneres vor uns und das ist zwar Aragats, der höchste Berg Armeniens. Bevor wir loswandern, noch kurz die Frage, warum sprichst du so gut Deutsch? Wo hast du das gelernt? In der Schule habe ich angefangen, in einem kleinen verlorenen Dorf im Norden Armeniens. Das war meine zweite Fremdsprache in der Schule. Und dann in Jerewan habe ich an der Linguistischen Universität Germanistik studiert. Zum Glück für uns. Dann kannst du uns ja alles erzählen über dieses wunderschöne Land. Marschieren wir los und suchen die Sonne. Ja? Ja. Okay. Machen wir. Wir treten diesen Rückzug nicht ganz ohne Wehmut an, aber so ist das eben manchmal draußen. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann muss man es auch nicht auf Teufel komm raus übers Knie brechen. Wir wollen ja ein paar schöne Filmaufnahmen mit nach Hause nehmen. Auch düstere Stimmungen können manchmal schön sein. Genauso schön wie die Begegnungen, die wir auf dem Weg zurück ins Tal wieder haben. Gefühlt hier irgendwo im Nirgendwo. Kleine Kinder! Ja. Familienausflug. Ein klappriger UAS-Jeep kommt den Berg hinaufgerumpelt und der Fahrer fragt uns doch tatsächlich, ob er uns ein Stück talwärts fahren soll. Nein, natürlich nicht. Mit 5 Erwachsenen und 4 Kindern ist das Taxi ja auch schon bestens gefüllt. Hier merken wir, es braucht nicht immer spektakuläre Panoramablicke, um auf einer Wanderung oder beim Radfahren glücklich zu sein. Also wirklich die Gastfreundschaft der Leute ist überwältigend. Also es war vom ersten Tag an, wo wir über die Grenze sind. Ich konnte es gar nicht fassen. Schon so am dritten Tag habe ich zurückgeblickt, wen haben wir jetzt schon alles getroffen, was haben die alles für uns getan. Das war Wahnsinn, diese spontanen Begegnungen und hat man auf dem Fahrrad sehr, sehr viel natürlich. Ne? Und beim Wandern ist es aber nochmal eine andere Erfahrung auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt seit 2 Tagen durch den Nebel stochern, trotzdem okay, gut für die Seele, gut für die Füße. Wie fühlt es sich an? Ich mag wandern bei jedem Wetter und es ist wirklich sehr, sehr schön hier oben. Super, super.
Was man überall findet in Armenien, das sind die Zeugnisse eines uralten felsenfesten Glaubens. Neben all den prachtvollen Klöstern, die längst als Weltkulturerbe gelistet sind, gibt es auch in den abgelegensten Winkeln des Landes kleine Gotteshäuser oder orthodoxe Kapellen. Natürlich schaue ich hier mal rein mit Aelita. Und wir pflegen eine alte Tradition gemeinsam. Zwei Kerzen soll man anzünden für zwei Wünsche. Einer gilt natürlich besserem Wetter. Und der andere, der darf ruhig geheim bleiben. Zum Abschluss unserer kleinen Trekkingtour schließlich begreifen wir dann noch, dass Armenien nicht nur wegen seiner kargen Hochplateaus und Gebirgsrücken als das Land der Steine bezeichnet wird, sondern auch wegen der vielen steinernen Zeugen, die aus der bewegten Geschichte des armenischen Volkes erzählen. Wir sind auf dem Friedhof von Noratus, berühmt für die unzähligen Kreuzsteine, die es nur hier gibt, in Armenien. Aelita gibt uns auch dazu einen lehrreichen Exkurs. Der Friedhof besteht aus unterschiedlichen Teilen. In der Mitte ist der älteste Teil und da haben wir Grabsteine, also Steine, die sogar keine richtige Form haben. Und wenn man die ausgrabt, da haben wir Sarkophage. Aber für uns sind besonders die Kreuzsteine interessant, weil Kreuzsteine mehrere Bedeutungen haben. Hier ist der Kreuzstein als Grabstein dargestellt. Und was interessant ist, für diese Kreuzsteine zu erzählen, Hachkar auf Armenisch, Hach, Kreuz, Kar, Stein, dass jeder Kreuzstein einzigartig ist. Das bedeutet, im Lande haben wir mehrere tausend Kreuzsteine und da gibt es keine zwei, die wirklich ähnlich sind. Die Symbole sind ähnlich, aber nicht die Kreuzsteine. Da haben wir Kreuz natürlich in der Mitte. Blühendes, das ist auch Symbol des armenischen Kreuzes, mit den Blüten, zwei Seiten, die beide Naturen Christi und dann drei Knospen oder Blumen oder Sterne, je nachdem, also die heilige Dreifaltigkeit. Eine Tradition, die schon aus den Anfängen des Christentums herrührt. Armenien war bereits im 4. Jahrhundert das erste Land überhaupt, in dem das Christentum Staatsreligion wurde. Bis heute werden die Kreuzsteine nach alter Tradition allesamt von Hand gefertigt. Die armenischen Steinmetze gelten als die kreativsten und geschicktesten der Welt. Bevor wir zu den heiligen Bergen Armeniens aufbrechen, wollen wir uns das Land der Steine auch noch aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Für den Weg zurück in die Hauptstadt hat Aelita einen alten Militärhubschrauber organisiert. Ein mobiles Großraumbüro sozusagen. Wir wechseln das Transportmittel und weil es gleich laut wird, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wenn Sie hinter mir diese alte russische Mi-8 sehen, sage ich jetzt schon mal Dos Vidania. Hoffentlich. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Morgen geht's weiter mit unserer Biwak-Expedition. Wir wollen hier in Armenien noch einen heiligen Berg betrachten und den höchsten Berg des Landes besteigen. Ein paar Bilder gibt's jetzt schon zur Einstimmung. Hoffentlich aus dieser Mi-8, aus der Luft hier aus Armenien. Morgen 19:50 Uhr geht's weiter. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie's gut.